der gierige Meeresmönch selbst aus den Tiefen, um mir mein äußerst ungerafftes Gold bis auf den so, Matrosen, Ringen, Lagebesprechung. Jesse, sei so gut und schmeiß eine Runde Joghurt. Klar doch. Irgendwie schade, dass wir bei Zack verloren doch nicht das Geld für die Joghurtbar genommen haben. Schmeiß mir auch einen rüber, Jedi. 38er Wichser. Urmeier, jetzt ist der Joghurt auf den Brief hier gekleckert. Was ist das überhaupt für ein Brief? Ach, das ist der Brief. Der ist heute früh mit dem Eikurier gekommen. Denkt ihr auch, was ich denke? Ja, ich schieb mir gleich noch einen Joghurt ins Laufwerk. Wie ist eigentlich diese Modelllok Baureihe 477 in meiner Hosentasche gelandet? Einfach unverbesserlich. Nein, Matrosen. Hör doch mal auf mit dem ollen Seemannsgarn, Pete. Nein, ich denke, wir sollten den Brief öffnen. Ja, da brennt mir vor Spannung ja glatt die Platine durch. Sicher wieder ein Liebesbrief von einem meiner Fangirls. Leicht zu hacken. Matrosen, seht doch mal genauer hin. Der Brief kommt vom Europaplatz 1. Und wisst ihr, wer da wohnt? Ein heißes It-Girl, das meine CPU-Leistung auschecken will? Der König von Babylon? Was? Der König von Babylon. Sehr geehrtes Team Europa. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, euch als den ersten Gewinner in der Geschichte von Zack verloren das Europacar überreichen zu dürfen. Oh, wow! Übergeben wird es von der Kanzlerin von Europa persönlich. Nee. Oh, wow! Hochachtungsvoll, eure Kanzlerin. Moment mal, das ist ja schon heute. Matrosen, wir müssen los. Aber da können wir wohl kaum mit unseren City-Rollern aufkreuzen. Lasst uns das Tandem nehmen. Das ist ein wahrhaft angemessenes Gefährt für einen Besuch bei der Kanzlerin. Aber dann will ich vorne sitzen. Nick, du weißt, wem dieser Platz gebührt. Ja, ja, ich weiß schon. Na dann, auf Matrosen. Ich kenne eine Abkürzung. Wow, juhu, endlich mal wieder aufs Tandem.